Seit Dienstag holt sich die Eintracht die Kraft für ihre 48. Bundesliga-Saison. Wer glaubte, dass Trainer Niko Kovac beim Trainingsauftakt zu einem lockeren Aufgalopp bitten würde, sah sich schwer getäuscht. Gut 2,5 Stunden dauerte die erste Einheit für die am 26. August beginnende Bundesliga-Saison. Ungewohnt lange für Fußballprofis, denen nur der Galgenhumor blieb. War, glaube ich, ein ganz lockerer Aufgalopp heute. Knapp 3 Stunden habe ich so auch noch nicht erlebt. Ja. Also es wurde ja schon angesagt auf jeden Fall, dass wir viel arbeiten müssen, das ist uns klar. Wenn man letzte Saison gesehen hat, muss man einfach feststellen, dass es ja nicht gut genug war auf jeden Fall. Wir wissen auch selber, dass wir es viel, viel besser können. Damit man das in der kommenden Saison auch wieder sieht, war die Eintracht in den vergangenen Tagen fleißig auf dem Transfermarkt aktiv. 5 Neuzugänge stehen bislang fest. Als vorerst letzten gaben die Frankfurter Dienstagabend die Verpflichtung des Linksverteidigers und israelischen Nationalspielers Taleb Tawada bekannt. Ich glaube, dass man mit den Transfers, die wir jetzt getätigt haben, und ich hoffe, dass das eine oder andere noch passieren wird, zeigen, dass wir auf gute, junge, talentierte Spieler setzen, die auch schon bewiesen haben, in ihren Clubs, aber auch in einigen Nationalmannschaften, dass sie Potenzial haben. Bei den Neuzugängen sollen unter anderem noch 2 Innenverteidiger folgen. Von denen hat die Eintracht nach dem Abgang von Carlos Zambrano mit David Abraham aktuell nur einen einzigen im Kader. Abraham wurde von Niko Kovac trotz des Interesses von Werder Bremen für unverkäuflich erklärt. Vor dem Trainingsauftakt am Dienstag stellte die Eintracht unter anderem Antarevic vor, der zunächst vom AC Florenz ausgeliehen wird. Den Neuzugang kennt Trainer Niko Kovac noch von seiner Zeit bei der kroatischen Nationalmannschaft. Da war ich wirklich begeistert. Ich habe eine sehr hohe Meinung von ihm, habe mit ihm doch schon zusammengearbeitet und weiß, dass er ein erstklassiger Trainer ist. Natürlich kam die Empfehlung von unserem Trainer, trotzdem haben wir den Spieler schon längere Zeit beobachtet. Wir glauben an seine Qualität. Wir haben so aufgrund der letzten Saison auf das eine oder andere geachtet. Deswegen haben wir mit Andrejevic einen schnellen Offensivspieler dazu bekommen, der unser Spiel einfach unberechenbarer macht, schneller macht und der auf mehrere Positionen hinter der Sturmspitze spielen kann. 7 Wochen dauert die Vorbereitung mit 2 Trainingslagern in Österreich und in Südtirol. In dieser Zeit will die Eintracht die Grundlagen dafür legen, dass es nicht zu einer erneuten Zittersaison kommt. Wir möchten dieses Jahr nicht mehr in diese Situation kommen. Wir wollen uns ganz klar verbessern. Mal gucken, wer noch kommt, wer weggeht, wie das alles so zusammenpasst. Also vom Trainer bin ich 100% überzeugt. Der hat bei den Kroaten sehr gute. Also vor allem mit jungen Spielern hat er sehr gute Arbeit gemacht. Schauen wir mal ganz einfach. Jeder hat die Chance, sich anzubieten. Der Reset-Knopf ist gedrückt worden. Und ich freue mich auf die nächsten 7 Wochen. Aktuell besteht der Eintracht-Kader aus Spielern aus insgesamt 15 Nationen. Verständigungsprobleme befürchtet Niko Kovac dennoch nicht. Alles geht über die Leistung. Und da ist es egal, ob jemand klein, groß, dick, dünn ist, hübsch, weniger hübsch. Oder Deutscher, aber nicht Deutscher.